Hallo Leute, ich freue mich wieder, dass ihr dabei seid. Heute geht es um Haare. Ich zeige euch nämlich 3 Hochsteckfrisuren. Super einfach, keine Angst, also bleibt dran. Genug geschmust, aber los geht's. Also die erste Frisur ist super einfach, um nicht zu sagen, dass alle 3 super einfach sind, aber die erste ist wirklich super einfach. Ihr nehmt einfach so eine Strähne, die habe ich mir hinterm Ohr so abgeteilt und dann zwirbel ich einfach. Ich drehe, bis man so eine kleine Spannung hat und dann kann man die schön ineinander zwirbeln. Ihr seht das und das fixiere ich sehr locker einfach mit einem Bobbypin. Dann nehme ich die zweite Strähne nebendran und mache genau das gleiche. Ich führe das quasi sofort auch am Kopf und mache das mit der dritten Strähne und auch mit der letzten vierten Strähne. So sieht es dann aus. Es ist so ein bisschen messy, so soll es aber auch aussehen. Eine super casual Hochsteckfrisur, so würde ich sie jetzt mal nennen. Also man kann sie toll zu Partys tragen, Sommerpartys oder auch so im Alltag, wenn es sehr heiß sein sollte mal, ne? Wenn der Sommer mal rauskommen würde. Dann wäre die ganz cool auch so im Alltag, also sehr einfach gemacht und ja. Aber jetzt kommen wir zu einer schönen verspielten Hochsteckfrisur, so würde ich jetzt mal sagen. Dazu trage ich einen Mittelscheitel. Ihr könnt aber eigentlich auch einen Seitenscheitel machen, wie ihr möchtet. Und dann nehme ich einfach so diese Partie über meinem Ohr und nehme da eine zweite Strähne und zwirbel die. Also ich flechte nicht, sondern ich zwirbel. Also ich hoffe, man kann das erkennen. Schaut es euch besser an, als dass ich das erkläre. Aber wisst ihr, was ich meine? Ich nehme dann immer ein bisschen mehr Haar und zwirbel es wieder rein. Also ich drehe sie immer. Genau. So, immer drehen und es sieht dann so aus. Es sieht wie geflochten aus und das ist ganz cool, wenn man zum Beispiel nicht flechten kann oder so. Dann wirkt es trotzdem cool. Und einfach so lange drehen, bis ihr das ganze Haar fertig habt, bis zu also auf eine Seite gesteckt. Dann fixiere ich das einfach mit einem Gummiband. Das ist auch egal, wie es aussieht. Das sieht man nämlich später eh nicht mehr. Dann toupiere ich hier etwas diesen Pferdeschwanz an, damit es nicht mehr rausflutscht. Also ich mache einfach so ein kleines Säckchen, formt sich da schon automatisch und dann stecke ich es so weit rein, bis man nichts mehr sieht vom Gummiband. Einfach mit Bobbypins fixieren und fertig. So schnell geht das. Ich finde die ganz cool, die ist so ein bisschen so Hippie-Style. Ein bisschen schick, aber nicht ultra elegant oder so, sondern eher auch casual, freizeitmäßig. Ich finde eben dieses Gedrehte voll hübsch und wenn man noch Strähnen irgendwie im Haar hat, kommt es so richtig gut zur Geltung. Richtig süß. Aber jetzt eine elegante Hochsteckfrisur. Hier beginne ich mit einem lockeren Pferdeschwanz, den ich oben in der Mitte teile. Also ich mache quasi so ein Loch rein, damit ich das Schwänzchen da durchstülpen kann. Also schaut es euch jetzt an, das ist dann besser erklärt, als ich es erkläre. Einfach hier so durchdrücken, also von oben runter, genau. Und dann habt ihr einmal hier diese Form. Was auch sehr süß ist, aber wir wollen ja eine Hochsteckfrisur. Deswegen nehme ich das Schwänzchen und roll das so ein. Das ist bei mir ein bisschen tricky, weil ich ein wenig Stufen drin habe, teilweise. Also verschiedene Haarlängen und dann halten die nicht so gut. Aber es geht, also man muss halt ein bisschen öfter dann mit Bobbypins arbeiten. Das Ganze dann feststecken eben mit den Bobbypins. Ich mache dann so viel rein, bis ich eben alle Haarsträhnen hochgenommen habe und ich auch so ein festes Gefühl bekomme, so wie jetzt. Und wenn das soweit ist, könnt ihr noch dekorieren, um es noch festlicher zu machen. Zum Beispiel, wenn ihr auf ein Sommerfest geht oder eben zu einer Hochzeit eingeladen seid. Das ist ganz cool, wenn ihr vielleicht irgendeine schöne Brosche habt oder auch solche Haarblüten. Was auch immer, ich habe jetzt solche Blüten reingesteckt. Und dann einfach noch mit Haarspray fixieren und fertig ist das Ding. Und ich finde, also für so wenig Aufwand sieht es echt sehr elegant aus, auch von vorne. Ich habe vorhin auch ein bisschen Haarspray drauf gegeben. Es sieht locker aus, aber es fühlt sich gut an. Also man hat einen Halt, es fühlt sich fest an. Und so sieht es dann aus von hinten. Ich finde es sehr hübsch, sieht wirklich sehr elegant aus, sehr sophisticated. Was sagt ihr, welche Hochsteckfrisur hat euch am besten gefallen? Das war es nämlich schon, das sind meine 3 Hochsteckfrisuren für euch. Ihr könnt euch noch links ein paar Tipps zu Concealer holen. Da erzähle ich euch alles über Concealer, also einfach da reinklicken. Oder ihr schaut euch rechts die Make-up-Trends für Frühling und Sommer 2015 an. Oder ihr schaut einfach zu, wie blöd ich hier rumtanze. Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat und bis zum nächsten Mal.